Mordalarm in Niederösterreich. Im Bezirk Straßhof in Gänserndorf dürfte es am Montag zu einer Bluttat gekommen sein. Ein Familiendrama soll sich gegen 5 Uhr in den frühen Morgenstunden ereignet haben. Ein 27 Jahre junger Mann soll seine Eltern erstochen haben. Die Mutter, 60 Jahre alt, sie ist an den Verletzungen gestorben. Der Vater, 79 Jahre alt, befindet sich auf der Intensivstation. Er kämpft um sein Leben. Nach der Tat soll der mutmaßliche Täter vom Dach gesprungen sein, vermutlich um sein Leben zu nehmen. Er kämpft wie sein Vater aktuell auch um sein Leben und befindet sich in einem kritischen Zustand. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Ja, heute um 4.55 Uhr hat das spätere weibliche Opfer einen Notruf der Polizei angerufen und hat es mitgeteilt und um Hilfe gebeten, weil der Sohn mit dem Messer sowohl sie als auch ihren Ehemann attackieren würde. Aufgrund dessen haben wir dann unsere Streifen zugeführt, die wirklich sehr, sehr rasch vor Ort waren. Wir konnten aber da leider Gottes nur mehr die tote 60-Jährige vorfinden und auch den sehr, sehr schwer verletzten Ehemann, den 70-jährigen Mann, und auch vorgefunden haben wir den 27-jährigen vermeintlichen Täter, der sich selbst auch mit einem Messer schwer verletzt hat und auch dann Suizid offenbar verüben wollte, indem er aus einem Fenster, aus dem Dachbereich zu Boden gestürzt ist. Wie geht es jetzt weiter? Was sind Ihre Schritte jetzt? Das Landeskriminalamt Niederösterreich, die Mordgruppe und auch die Tatortgruppe sind jetzt vor Ort, die Spuren, um diese dann auszuwerten. Es erfolgen dann die Befragungen innerhalb der Familie, der Nachbarn, der Freunde und so weiter, damit wir zu einem Motiv kommen. Das wird dann der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt und das sind jetzt die weiteren Tätigkeiten, die wir jetzt vor Ort in diesem Moment durchführen. Haben Sie mit dem mutmaßlichen Täter schon sprechen können? Hat er irgendwas zu der Tat schon sagen können? Beide Männer, sowohl der Vater als auch der vermeintliche Täter, sind wirklich sehr, sehr schwer verletzt, im kritischen Zustand, wurden dann von der Rettung mit Rettungswagen und Notarzthubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht und werden dort im Moment notoperiert. Das ist jetzt alles, das sind Schritte der Kriminalisten, die jetzt das Motiv herausfinden müssen, darauf genau ermitteln müssen. Und das dauert eben seine Zeit.